Ich freue mich sehr, dass du wieder auf meinem Kanal vorbeischaust. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Vana und auf diesem Kanal geht es um das Thema Parfums. Also, wenn du dich dafür interessierst, dann solltest du meinen Channel jetzt abonnieren. Ansonsten möchte ich heute einen Duft vorstellen, der wirklich mein All-Time-Favorite-Duft ist und für den ich so unglaublich viele Komplimente bekomme, wie für keinen anderen Duft jemals. Das ist wirklich verrückt. Es gab sogar einen Tag, an dem wurde ich dreimal auf diesen Duft von unterschiedlichen Menschen angesprochen, sei das jetzt Männer oder Frauen, ganz egal. Dieser Duft nimmt einfach den Raum ein und ist ein Komplimentebringer. Deshalb möchte ich den heute vorstellen. Vielleicht sage ich noch kurz dazu, es ist ein Unisex-Duft, also sowohl für Männer als auch für Frauen. Ich persönlich kann es jetzt eher aus der Frauenperspektive sagen, der wirkt einfach krass auf andere Menschen. Aber genau das habe ich auch von einem Mann gehört. Deswegen, ja, lasst euch überraschen. Es handelt sich um den Duft Vanitas von Profumum Roma. Und dieser Duft ist ein reines Parfum mit einer Parfumölkonzentration von ungefähr 43%. Ist von der Marke Profumum Roma, also ein Nischenduft. Das ist eine italienische Marke und der Duft an sich ist sehr süßlich, aber nicht einseitig süß, sondern wirklich sehr cremig, warm, vanillig. Also eine ganz tolle und unheimlich schöne Duftkomposition, die mich direkt so... Also ich fühle mich danach damit mit diesem Duft einfach unheimlich gut und sexy und warm. Also es ist ein ganz, ganz warmer, cremiger, süßlicher Duft, der unglaublich schön ist. Und ganz wichtig, der ist nicht einseitig süß, sondern der ist irgendwie genial süß. Und ich finde, süß klingt immer so negativ, deswegen will ich eigentlich gar nicht das Wort süß benutzen, aber ich möchte es benutzen, weil irgendwie ist der Duft auch süß. Wisst ihr, was ich meine? Denn der Duft ist, wie gesagt, ein Unisex-Duft, also für Männer als auch für Frauen. Ich persönlich sehe den eher bei Frauen, aber ich habe auch mal mit einem Mann gesprochen, der diesen Duft gekauft hat und gesagt hat, dass es so krass ist. Der war Fußballer und er meinte, die ganze Kabine riecht immer halt nach diesem Duft und so und alle sprechen ihn darauf an, also auch alle Männer. Also von daher, das ist jetzt meine Perspektive, weil ich den immer für mich trage, aber das ist wirklich ein Unisex-Duft. Also probiert diesen Duft aus. Ja, der Duft wird in der Duftbeschreibung wie folgt beschrieben, nämlich: Das Bild einer Frau, die keine Worte benötigt, wenn sie einen Raum betritt. Diese Frau spricht, kommuniziert durch ihre Eitelkeit. Also eine sehr eitle Duftbeschreibung, aber das trifft wirklich zu. Wenn man diesen Duft trägt, dann wird man einfach darauf angesprochen und man nimmt den Raum ein, weil man von 10, 20 Metern Entfernung gerochen wird. Also wenn ich in einer Wohnung bin, irgendwo in der hintersten Ecke, dann weiß jeder, dass ich da bin, wenn ich diesen Duft drauf habe. Und das finde ich unheimlich schön. Ich finde, das ist kein Duft für die Arbeit, sondern wirklich eher so ein Date-Duft oder ein Abendduft. Das ist ein Duft für den Winter, weil der wirklich sehr warm ist. Ich trage den auch im Sommer. Da bin ich ja jetzt nicht so mit den Jahreszeiten, aber es ist wirklich ein sehr warmer, cremiger, öliger Duft mit einer unheimlich schönen Duftkomposition, die man unbedingt probieren muss. Der Duft ist wirklich unheimlich schön, der ist unglaublich sanft und weich, aber trotzdem sehr intensiv und süßlich warm. Der besteht nämlich aus einer sehr raffinierten Duftkomposition aus Vanille, Orangenblüte, Myrrhe und Sandelholz. Und ich glaube, gerade diese Myrrhe sorgt dafür, dass der nicht nur so einseitig süßlich ist, sondern dass der einfach so raffiniert ist. Also wenn man diesen Duft trägt, dann garantiere ich euch Komplimente. Der ist unheimlich schön. Probiert den auf jeden Fall aus. Die Haltbarkeit des Duftes ist wirklich bombastisch. Man riecht den Duft doch am nächsten Tag oder auch wenn ich Klamotten trage und dann den Duft aufsprühe, dann riecht das nach Monaten noch. Und ich glaube, der Fakt, dass dieser Duft einfach so lang anhalten und so stark ist, ist auch ein Grund, warum ich so oft auf diesen Duft angesprochen werde, weil er einfach so eine gute Performance hat und ja, einfach mein absoluter Lieblingsduft ist und ja, auch den hatte ich übrigens bei meinem ersten Date mit meinem Freund drauf, also auch das funktioniert. Der wirkt auf jeden Fall auf Männer, deswegen, ja, mein Lieblingsduft Vanitas von Profumum Roma. Also vielleicht nochmal zum Fazit, mein absoluter Lieblingsduft, probiert den auf jeden Fall aus, aber jeder riecht natürlich subjektiv und von daher, wenn ihr absolut kein Vanille mögt oder wenn ihr wirklich nur sehr frische und leichte, ganz dezente Düfte tragt, dann ist der Duft nichts für euch. Ich liebe den Duft und er kommt wirklich generell sehr gut an, aber natürlich ist es nicht was für jeden. Deswegen würde ich dir jetzt nicht empfehlen, ihn blind zu kaufen, wenn du nicht sagst, du bist ein Vanille-Lover. Aber wenn du jetzt sagst, du liebst Vanille und warme, cremige Düfte, dann würde ich sagen, schau dir den an, wenn dir sowas gefällt wie Baccarat Rouge oder auch Hypnotic Poison von Dior, dann wird dir der hier definitiv auch gefallen. Also, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn das so ist, dann gib mir gerne ein Like. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal.